Hey, ja, die Sternschnuppen. Willkommen zurück zu Creed Episode 1 Battle for Savitar zur Fortsetzung dieses Spiels, wo wir beim letzten Mal, unsere Flucht begonnen haben in dem Asteroiden dieser Nomaden, die sich jetzt für Übermenschen halten oder werden wollen. Und ja, wir sind weiter vorgedrungen, tiefer in den Asteroiden, was offenbar eine aufgegebene Minenstation ist. Aber nach wie vor, offenbar, irgendwas wird hier noch gemacht, nach wie vor. Und wir wollen das jetzt ergründen, weil wir eh auf dem Weg zu entkommen. Und ja, ich würde sagen, wir machen weiter und schauen, was uns hier erwartet. War schon nicht ganz einfach, aber. Ach da, immer lang. Aber es geht weiter, ja. Oh, haben schon? Oh, ich kann mal wieder ein bisschen Impuls benutzen. Komm her. Die Waffe ist ganz cool, hat nur zu wenig Munition in meinen Augen. Aber naja, geschenkt. Oh, wir kriegen nur diese Waffe. Die ist eigentlich nicht so toll, ne? Die hat recht wenig Bums, aber. Aha. Die haben natürlich auch Raketenwerfer, der hat mit mehr Bums drin genommen. Die Glebby. Noch, jetzt ist er tot. So, noch einer. Okay, wir sammeln jetzt hier oben ein paar Gegner. Aber Menschen, aber keine super Waffen haben die. Genau. Ja, und hätte ich vielleicht die Granate runterwerfen sollen stattdessen, aber. Das haben wir sie erledigt. Aber ich habe nicht ganz kapiert, wofür diese Energie brauchen, die haben, diese Larry. Weil wir am Anfang des Spiels irgendwie mal Energiewaffen, halt Energie gesammelt, aber wir haben auch keine Waffen von denen. Ah, aufpassen. Wir können natürlich so rüber, aber wir wollen das nicht machen. Wir wollen natürlich hier mal so erkunden. Wir sind recht gut, wir sind wirklich davon gekommen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wo wir hin wollen, ganz ehrlich. Außer nach unten, aber kann man da halt hin. Ist doch wieder sehr riskant, hier runter zu springen. Wir müssen diesen Fahrstuhl benutzen, glaube ich. Ich weiß nicht, wie man da hinkommen soll. Klar, man könnte hier theoretisch runterspringen, aber ich bin ja nicht wahnsinnig. Ich bin doch nicht wahnsinnig. So. Okay, mal gucken, was uns hier erwartet. Ach du meine Güte. Mal nichts mehr, er ist voll blöd. Ich krieg den Typen den Platz. Das war ein Roboter. Also. Mal runter. In den Zell geht's halt auch weiter. Scheiße. Ach naja, jetzt kriegst du all diesen Mist, ey.
Das hier überall diese Gänge, diesen Wege, ey, ach Gott. Ah, das ist ja wieder ein super. Wozu brauche ich denn diese Energie von denen? Ist ja keine Waffe für die gefunden, ne? Ist hier irgendwas anderes noch? Nee. Hier kann man wieder ein bisschen seltsam laufen. Auch komisch. Also wenn ich aus dieser halt Kommunitätsprobleme liegt, dass das Spieltempo ein bisschen seltsam ist. Manchmal schleichen wir ein bisschen rum, da laufen wir wie ein Zeitlupe durch die Gegend. Ganz komisch einfach. Manchmal geht es schneller, manchmal nicht. Ach, liegt auch an der Waffe, kann doch auch sein. So, Leute, sind wir jetzt im selben Raum. Larry. Okay, das war ein bisschen Verschwendung von Granaten vielleicht, aber... Naja. Alter, das ist ein riesiger Komplex. Das ist ein ganz Komplex, dieser Komplex. Ja, was habe ich jetzt rufen, die das gehabt? Ich weiß nicht. Einen Dunkelgranatenwerfer. Gute Frage, ey. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Ist das da, wo wir eben waren? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, es wird da lang, glaube ich. Also hier einer. Füße schießen, genau. Auf die Füße schießen, dann geht er tot. Der hat auch Energie. In Lüftungsschacht. Nee, noch nicht. Ich sah so aus, aber ich hätte eher ein Fahrstuhlschacht zu sein. Okay, hier geht es jetzt gar nicht weiter. Wo wird denn dieser andere Weg denn hin? Ich erwarte, dass er vielleicht im selben Bereich führt, aber offenbar nicht. Ach du meine Güte, was haben wir hier an Munition? Hm. Gut, zwei Magazine, drei kann man eh nur maximal nehmen, also ist er recht gut aufgeladen. Dann müssen wir nochmal nach oben streng genommen. So. Oh, komm her, ey. Das springt jetzt schneller. Ja, deswegen habe ich früher gesprungen, ne, im Hauptspiel, weil Hauptspiel immer falsch gesagt, eigentlich ist das ja nur ein Standalone On, habe ich glaube ich nie erwähnt. Es ist Standalone halt On und die Grafik, so gesehen, die Engine ist auch nicht so weit weiterentwickelt, dass man nach wie vor ist eigentlich nativ maximal möglich 1080x1024, also Auflösung, 1600x1200 nur per INI. Unterstützt wird das natürlich vom Spiel nicht offiziell. Der ist tot. Die spawnt. Das auch ein Fahrstuhl. Der geht auch nach oben. Niere.
Okay. Lüftungsschächte. Wenn uns ja viel dafür ist, da weitergehen. Wir haben noch einen Weg offen, deswegen gehen wir noch nicht mal da lang. Weil wir noch woanders hin müssen, nochmal nach oben. Wir sind noch zu der großen Halle. Ich vermute mal, dass es hier weitergeht, ganz ehrlich. Würde sie zu Creed passen, wobei, was passt zu Creed in Sachen Level-Design? Ich weiß es nicht so genau. Ich weiß es nicht so genau, muss ich leider sagen. Habe ich keinen blassen Schimmer. Was so wirklich ins Level-Design von Creed passt. Was manchmal besser wäre, ob das besser ist, wenn man den normalen geraden Weg folgt, der geht meistens, der führt das nirgendwo meistens, aber. Wir gucken mal, wo die Halle hinführt, ob da auch noch Wege sind. Ich finde alle Wege irgendwo hin. Gehen wir mal zu der anderen Halle und gucken mal, was da so noch los ist. Ich will alles ja also ausgeschlossen haben. Na, ich wollte alles sehen, sag ich mal. Dann nehme ich jetzt hier oben. Also auch noch welche. Meine Güte. Oh. Noch mehr? Glück, ey. Weg. Ampullen, die Rohrampullen, ey. Das ist hier wieder so typisch, ey. Da hast du hier auch da hinten wieder einen Bereich, wo du hingehen kannst. Ach, Mann, ey, die Spiel ist ja echt grausam, ey. Was das angeht. Das ist nach wie vor. Die nimmt dann nicht die Ampulle. Wofür, was ist das? Wofür das denn hin? So, meine Güte. Ich habe ihn sogar relativ schnell erlegt, damit sein Schrotflinte, es ging sogar gegen die aus. Ja, wir haben ein bisschen Munition gesammelt. Oh. Super. Ich finde trotzdem, diese kann man von der nur drei Magazine mitnehmen und der Knarre, verstehe ich nicht. Ey. Die ist doch richtig gut. Aber lieber ein paar nur andere Waffen für opfern, muss ich sagen. Das hier. Komm ich jetzt da denn hin? Ah. Hier war irgendein Raum mit Glas. Was sind wir hier? Noch eine Waffenkammer. Noch eine Waffenkammer hier im Spiel. Ein Access Card. Ich glaube, dafür müssen wir zurücklaufen. Die Access Card. Gut, dass wir das hinter uns haben. Ich kann mich richtig schnell bewegen, wie ihr seht, ne? Das ist wieder total komisch. Guck jetzt mal. Ich kann richtig in den läuft man fast. Komisch, dieses Spiel. Ich habe wieder richtig gute Laufgeschwindigkeit. Wie kommen denn da hin? Ich muss was vielleicht unten und dann was kann ich irgendwo, kann ich dann die Lüftungsschacht suchen. Aber hier kommen wir ja nirgendwo hin. Da waren wir noch nicht. Hier kann man nie rüber. Da kann man auch nicht rüber springen. Das ist auch so weit. Oh, ich muss übersehen hier. Nee, ne? Ich glaube, hier ist nichts weiter. Ah, jetzt habe ich wieder recht hohe Laufgeschwindigkeit.
Da ist dann auch nicht ganz perfekt zu laufen. Das Spiel. Gut, es stört jetzt nicht groß. Ein bisschen. Es nervt ein bisschen, weil das Spiel schneller sein könnte. Als es ist. Ja, kann auch ein bisschen mehr springen, dann geht das auch natürlich, aber. So, jetzt kriegen wir die. Da ist hier noch eine Plattform irgendwo, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir müssen jetzt runter. Also, ein bisschen seltsam mit dem Kram da, ne? Was da drauf liegt. Wie man da hinkommen soll, frage ich mich. Also kein Jetpack oder so dahin zu fliegen, das wäre ganz spaßig, glaube ich, aber haben wir halt nicht. Gott, wir müssen jetzt Access Card finden, das heißt, wir müssen so wieder so wieder dahin, also weiß man ja an dem Spiel nicht, wie gesagt. Wie soll man da oben hinkommen, frage ich mich wirklich. Ich habe keinen Platz im Zimmer. Wir gehen jetzt hier durch. Dann haben wir es nur aufgeräumt. So. Beim Nachladen ist er schneller. Nachladen läuft er schneller. Diese ist halt diese total sinnlose Waffe. Außer halt, wenn die Laufgeschwindigkeit an der Munitionsvorrat der Waffe gekoppelt. Weißt du schon? Selbst mit Spielmechaniken. Ja. Ich glaube, wir müssen jetzt da in den Lüftungsschacht rein. Also, um die Access-Karte zu finden. Natürlich. Ja, da komisch, aber immer dieses Rätsel hat, wo man dann Fallschaden leidet. Das ist halt komisch in meinen Augen, aber. Oh. Böse Roboter kommt. Wir müssen jetzt hier rein. Okay. Ach, die eigentlich. Ach so. Ich sehe nix. Was? Ach, guck mal an. Access Card und Freeze Prisoners und ein Journal. Research Document. Date 3rd December 2269. 38th Cycle in the Asteroid Belt Time. Subject Spick Race. A ship belonging to the so-called Spick race was intercepted by our patrols 2 weeks ago. A series of experiments show that Spicks belong to the lowest category of thinking life. Their race travels from one star to the next in search of food and profit. They eat anything we give them, including metal biscuits. But it's the sight of blood that drives them wild. They took great pleasure in devouring the corpse of their killed fellows, tearing them up with teeth and sharp claws. Ach du meine Güte. One of the human prisoners was particularly weak, and I doubted he would be of any further use in our tests, so I put him in with the fattest spick. The human put up a feeble struggle, but within seconds the Spick had torn his arms off and the legs and head followed moments later. I must admit, I was rather impressed by the beast's speed. The Spick attack any Earth ships they come across. They also scavenge through the ruined colonies of Mars and Mercury. The Spick are of special interest to us, as they are a parasitic life form.
that stopped evolving at an early stage of biological development. Yet they are ideally adapted to space conditions. Ja. Also brutal, die sind dumm, aber fressen alles und zerfetzen einen Menschen innerhalb von Sekunden. Alter, ey. Erst die Arme und dann Bein und den Kopf. Alter, krass, ey. Das klingt ziemlich bösartig, diese Viecher, ne? Und wir sollen jetzt die Gefangenen befreien. Ja, natürlich, wir wollen sie nicht dem Spick überlassen. Die haben, wir haben im Hauptspiel, waren ja das erste Gegner. Die waren ja damals, die Aspiro wurde damals, halt geändert von dem Spick. Und? They're doing things to us. They're taking things out of our heads. Sometimes it's information. Sometimes it's pieces of our brain. And when they're done, whatever's left of us, they're going to feed to those fat pigs. I can't stand them. They slobber. Oh, God. Hold on. I'll get you out of there. Genau, wir holen ihn da raus. Das ist die Aufgabe. Wir wollen hier... Das ist ein Speck zum Beispiel. Gut, die müssen jetzt da durch die Speck durchlaufen. Oh, ein Speck. Hier fest. Ach, ich bin doch reingefreit worden. Hört doch nichts mehr aus. Ich. Okay. Was ist ausgespickt? Ja, so ist es halt mit diesen Spickzetteln. Ich guck gerade, was sie so haben. Es geht die Tür nicht mehr auf. Das gibt's ja nicht. Was für Zufall, ne? Befragt man die Leute, kommt man nicht mehr. Ja, die Tür macht hier Rabatz hier. Kann ich mal gucken, ob da was ist, ne? Aber ist ja wahrscheinlich nichts mehr drin. So, die Tür geht mir auf den Keks, aber müssen wir mit klarkommen, dass die nicht mehr zugeht. Ich kann den Spickbund zerquetschen. Ist ja gar nicht gesehen, ey. Prisoners are escaping! Stop them! Kill them on sight! Kill them! So, wo können wir hingehen? Gut, dass wir nicht Russisch können. Wie unser Charakter ja auch. Das ist der Witz. Russisches Spiel und der kein Russisch. Bin ich immer lustig, so gesehen. Genau, wenn ein deutsches Spiel hast und der Charakter sagt, ich kann kein Deutsch. Wichtige Docking-Modul und wir haben einen weiteren Journal-Eintrag. Top Secret Memo for internal use only. 10th December 2269, 38th cycle of asteroid belt time. To the deputy head of Republic Research Board, Dr. Gustav Martinson. The human prisoners entrusted to me are much weaker now. One of them died this morning, as he was unable to withstand the prolonged nervous scanning. However, we learned something unsettling. It appears that these men, whose ship we seized almost 3 weeks ago, arrived from somewhere outside the solar system, possibly even from some distant colony of the Earth. Without delay, I reported this to the rest of the research board and to our noble allies, the Tiglari.
I ask your permission to continue neuroscanning the prisoners with a gradual increase in radiation dosage. When we have learned all we need, I would also like to use them in some further experiments. I hope to have concrete results by the end of the week. Member of the Republic Research Board, Dr. Arthur Grant. Huh. Oh ja. Die Tiglerie wurden also darüber informiert, dass es noch eine Kolonie außerhalb der Erde sein geben könnte. Natürlich wollen die Tiglerie, die sind natürlich auch dran interessiert, die auch auszurotten. Und die wollen hier weiter ihre bösen Experimente durchführen. Die ist ganz schön übel, ey. Ja, Hauptsache, es schlüpft nichts raus, ey. Wie ein Chestburster oder sowas, ne? Muss ja nicht mehr sein. Ach Gott. Das muss ja nicht sein, wenn da irgendwas rausschlüpft. Ne, also. Also, immer ist er gestorben, wenn er qualvoll. Lieber tot, lieber Ende mit Schrecken als Schrecken und Ende. Durch diese Tür geht's nicht heute. Das heißt, ich muss wieder zurück. Wie zu Docking Module. Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich wieder den ganzen Weg zurücklaufen. Nur wie denn? Die Tür war noch alle zu hier. Ja, die Tür ist auf jetzt. War die nicht immer auf? Okay. Gut, hier ist nichts weiter. Man hätte sein können, dass da was ist. So. So, wo geht's denn jetzt hier weiter hier? Die können wir alle ruhig zu, ne? Wir müssen jetzt in den anderen Raum, der so irgendwie aussah. Genau, hier waren wir auch schon. Das heißt, es geht jetzt zurück. Naja. Dachte ich zumindest. Aber man geht nicht mehr zurück. Ja. Ich komme ja nicht mehr weg. Den Schalter? Nee. Ja, auf einmal geht's hier doch nie weiter. Ich muss dann doch da lang, aber wie kommt dann weiter? Weil sie auch alle kommen, die ganzen Frühlinge, und die kommen nicht mehr raus. Mal gucken, wo wir hier lang müssen. Haben wir die Schalter mal wieder hier betätigt, dass sie wieder reingelassen werden? Ah. Komme ich denn hier weiter? Wenn ich nicht mehr zurückkommen kann, wo muss ich denn dann lang? Ich bin gerade überfragt, gebe ich zu. Ich kann nur zurück, aber dieser Fahrstuhl funktioniert nicht mehr. Ja. Was muss ich denn hier machen? Hab ich schon gedrückt, alles, Tastaturen, Knöpfe. Ja, auch schon. Hier ist eine Tür, aber die geht nie auf. Ich kann von irgendwo oben, ne, in den Raum rein.
Aber ich kann nicht wieder da zurückkommen, geht doch gar nicht. Ach, hier ist noch ein Schalter. Ach, habe ich gar nicht wieder nicht gesehen, weil manchmal zeigt das auch nicht an. Ihr seht, da ist jetzt kein Rechteck. Da lass mal vorbei, ey, an der Nummer. Ich habe auch nicht gesehen, dass der Fahrstuhl nicht unten war. Also, ich dachte, das wäre normal, dass der dann einfach so offen ist und eine Plattform nach oben. Nichts weiter. Ach, jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind nämlich da, wo wir das Ganze mal vorhin da langlaufen, wenn man will, aber. Was für ein Unsinn ist das denn? Alles Kram, wie soll man da hinkommen, frage ich mich. Jetzt ernsthaft? Ja, bin ich mal, ich habe keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Ganz ehrlich nicht. Da rüber. Kann ich nicht rüber springen, das ist doch viel zu weit weg. Von da oben ging es auch nicht. Die sind zwar Plattform hier drunter, aber. Ja, mal gucken, da muss ich da sowieso lang springen, ne? Wer weiß, was ich schon, aber. Da geht es ja auch nicht mehr weiter hier. Block 3 und 13 und 14. Da ist doch einer drin gewesen. Okay, hier geht es nicht weiter. Das heißt, nur an der anderen Tür muss es sein. Weil hier geht es wahrscheinlich raus. Das ist ja ein Hangar hier. Docking-Modul. Das muss ja dann hier drin. Geh mal hier rein, ich hab da auch einer drin, glaube ich. Noch einer drin, sag ich ja. Raketen? Naja. Geht auch nicht weiter. Also Mist, jetzt bin ich hier weitergekommen und was passiert hier? Die ganzen Dings bringen, die ganzen PCs bringen nichts. So ist das jetzt sehr gut, ey. Docking-Modul. Haben wir einen anderen Weg hier? Ich weiß, dass wir noch am Anfang einen Raum hatten, da konnten wir nie rein. Das war dieses andere Ding, wo, von wegen zu den Gefängniszellen. Also, wo die Gefängniszellen waren, diese Wächterposten, da hatten wir noch einen, wo wir. Bitte diese Schlüsselkarte sammeln sollten. Wir müssen da das Gefühl, wir müssen da jetzt zurück. Wie soll man das machen? Ich fühle das mich wieder zu nix. Ich habe ja wieder einen Schalter übersehen. Ich weiß, man weiß es ja nicht. Genau. Es kann sein, dass ich jetzt irgendwie runter rumspringen muss, aber das kann natürlich möglich sein. Weil die Tür geht auch nicht auf. Ne, hier ist definitiv nichts zu holen. Also ein Breit, also keine Ahnung, was hier genau vor sich geht. Also hier geht es eigentlich mal nicht weiter. Diesen Sprung schafft man nicht, unmöglich. Ich muss jetzt hier rüber. Ich speichere mal ab und versuche das mal. Das war eine falsche Entscheidung. Also, das ist ja nicht nur der Sinn, dass du so einen starken Verlust halt verletzt wirst. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, ne? Dass du mit 30 Dinger da. Wie soll man denn nach. Wie soll man, was, wo soll man denn hier lang? Kommt doch nicht darüber. Es muss hier irgendwo weitergehen. Was sind die benutzen hier? Die Fahrzeuge sind ein bisschen seltsam. Manchmal wirklich so, als könnte man die benutzen, manchmal nicht. Weiß man nicht so genau. Wozu ist das hier alles gut? Wozu habe ich jetzt hier einen Gegner erschossen? Wozu ist Gegner überhaupt hier? Wenn das hier keinen Sinn haben soll. Aber die Tür geht nicht. Die Tür, diese Partie kann ich auch vergessen. So, Strahlgeschütze-Dinger.
Ui. Was muss ich hier machen? Das kann ja nicht der Sinn der Sache sein mit dem Fallschaden. War ich nicht so stark zumindest. Ich muss irgendwas machen, ey. Die Tür geht aber nicht auf. Hier ist auch kein Schalter. Mutter ist hier ein Gegner. Und kann einfach auch ein Roboter gewesen sein, der einfach in seine Wacht bei einer normalen Wacheinheit durchführt. Kann natürlich sein, dass hier bewacht wurde für den Fall Eindringlinge, was immer passiert. Halt Wachdienst einfach, ne? Hat ja keinen bestimmten Grund und Umständen. Das kann er hier missbaut. Das kann natürlich auch sein, aber bei Creed. So ist ja nicht, aber. Der Weg führt uns dazu nirgendwo hin jetzt hier. Der Fahrstuhl bringt uns nirgendwo hin. Nämlich hier hin, der muss irgendeinen Sinn haben. Wo ist denn das Docking-Modul? Also früher muss eigentlich da sein bei dem anderen Wachtposten, wo wir halt die Schlüsselkarte für brauchen. Nur ich komme davon aus hier hin. Ohne dass ich jetzt hier runterfalle. Ernsthaft. Kann ich hochklettern? Interessant, ne? Ich kann da hochklettern. Bringt mir das? Was bringt mir das? Irgendwie jetzt gar nicht. Ich kann mich jetzt nicht hier rundherum klettern. Oder? Nee. Kann ich nicht. Wir werden letztendlich die Möglichkeit weiterzukommen, aber. Das war auch nix. Komm doch nicht raus hier. Da fahrst du 5 Minuten wieder und nach unten. Ach, scheiße. Ja, der fährt mir zu tief, so gesehen. Das bringt mir nichts hier unten. Hab keine Ahnung, wo ich hier weiterkomme. Wo kann ich runterkommen? So komme ich hier wieder runter. Guck mal an. So kann ich theoretisch runterkommen. Theoretisch. Guck mal an. Man kann tatsächlich diese Dinger benutzen. Das ist zwar nicht so toll. Aber so kann man runterkommen, theoretisch. Ein ganz komisches Konzept, aber naja, was soll ich machen, ne? Das heißt, die Rüstung kann ich auch dann da drauf und so weiter. Und mal gucken, ob wir es hinkriegen. Mal so und dann hier runter. Ja, interessant, wenn man die Leiter benutzen kann. Finde ich so ein. Speicher ab, was soll's. Ja, wir können doch wieder hoch, wenn wir wollen. Kann ich entsprechend auch dann hier hoch? Man kann dann das geht dann doch. Ach, guck mal an, ne. Guck mal an. Kann man dann doch da unten dann hin und die Sachen sammeln?
Jetzt hier und jetzt nicht, aber interessant, da habe ich überhaupt gar nicht mehr nachgedacht, dass man den Stahlträger benutzen könnte, um dran lang zu klettern. Auch wenn das wirklich so aussieht, könnte man wirklich dran lang klettern, da mit den Stahl-Dingern, ne? Wie eine Leiter. Sieht schon so aus, aber naja, war mir nicht offensichtlich genug. Das heißt, man kommt hier direkt dann auch wieder, ja, von unten kommt man auf jeden Fall. Man kann auch. Gibt's da doch irgendwas zu sammeln hier? Irgendwas hier unten? Aber es erklärt ein bisschen was. Weil natürlich jetzt, hier kann man natürlich irgendwie runterkommen. Mal gucken. Mal gucken, ob wir irgendwie schaffen, um rein hallo da zu kommen hier. Nein, so auf jeden Fall nicht. So fällt man nur viel runter. Ich kann ja auch natürlich jetzt hier hoch, theoretisch. Und aufspringen. Ach, dass das geht, ey. Hätte das gedacht. Ich nicht. Muss es zugeben, ich habe nicht dran gedacht, dass man das machen könnte. Das macht natürlich alles flexibler. Ach, warum verletze ich mich dabei? Gut, da waren viel Schaden, aber ich will ja ein bisschen besser machen. Das muss irgendwie anders gemacht worden, gedacht worden sein, das Ganze. Aha, kann ich mich so hier. Jetzt bin ich sorry, hier lang gekommen. Muss ich man muss ganz langsam machen. Nein. Da liegt eine Leiche unter der. Wo kann man sich zwei drüber begeben? Wir haben es geschafft. Ich hätte das gedacht. Das war mir überhaupt nicht vorhersehbar, ganz ehrlich, dass das so gehen soll. Hättet ihr das gewusst? Ganz ehrlich. Hättet ihr das irgendwie gewusst, ohne das zu probieren, zumindest? Ich nicht. Das Spiel mal ein bisschen seltsam ist, weil man das kann ich auf jeden Fall in den anderen auch noch erreichen, diese anderen Dinger da unten. Da will ich natürlich jetzt auch noch hin. Ich hab mich schon gefragt, wie man das machen soll, aber. Das erklärt natürlich einiges. Wie man da hinkommen soll. Ja, so war man natürlich nicht! So war man natürlich nicht! So kommt man natürlich nicht dahin, ey! Ja. Das war jetzt ja selten dämlich. Das bräuchte ich überhaupt Raketenwerfer. Ja, ich glaube schon, lohnt sich schon runterzukommen. Aber. Na? Und unten angekommen. Ah. Sind so aufgeladen. Gut, viel braucht man jetzt nicht, aber wir haben immer wieder was gesammelt. Aber ich finde das so total undurchschaubar, dass das so geht, ehrlich. Ich bin ein bisschen perplex mit. Ich bin verwundert. Das war nicht so geplant. Kann ich nach oben? Ne, auch mal nicht. Das kann ich nicht mehr hoch. Bin runtergefallen. Ah, hier geht's. Hier komme ich hoch. Da muss ich wieder. Junge, hier rumgreifen, das ist natürlich schwierig jetzt, da mal rumzugreifen, ganz vorsichtig. Da komme ich jetzt nicht hoch hier. Komm ich nicht rum. Jetzt bin der Meister da drin geworden. Ich kann so klettern wie Spider-Man. Na gut, geschenkt. Nein! Das ist nicht geschenkt. Wir sollten das bis anderen machen. Ja, wo jetzt? Also wieder hier? Achso. Ja, ist ja okay. Holen wir mal kurz die Dingens. So. Na, hier kommt man nur hoch. Man kommt da nur runter, meine ich. Was ist das? Granaten? Ist der hier rumliegen?
Also ich finde das total nicht nachvollziehbar, warum man da überhaupt Dach platzieren sollte. Das macht überhaupt keinen Sinn. So, jetzt sind wir wieder hier. Mal hier rumkommen. Also. Ah, wieder zu weit gelaufen. Verdammter Mist. Wieder zu weit geklettert, ey. So, jetzt komme ich hier hoch. Na also. Jetzt haben wir das rausgefunden. Das ist hier ganz komisch, ne? Das ist manchmal seltsam, das Spiel. Ich fand das nicht nachvollziehbar, dass man das auf diese Art und Weise machen soll. Aber ob du machen, ist natürlich die Frage. Aber es ist jetzt aus meiner Sicht die Lösung dieses Rätsels, weil sonst gibt es diese Mechanik bestimmt gar nicht. Wenn das nicht irgendwie mal beabsichtigt wäre, mal zu nutzen, aber ich fand das. Naja. Jetzt im zweiten Blick macht es vielleicht Sinn, weil die groß genug sind, diese Träger, und man meinen könnte, man könnte drüber wegklettern. Aber. Naja, ich fand es halt nicht nachvollziehbar. Passt halt so kein anderes Spiel, wo man das. Hat man anders tut er halt nicht. Da muss man sagen, coole Sache sogar, dass es das gibt. Aber das war's dann auch. Es ist dann nie. Er wird dann nirgendwo vorgestellt, die Mechanik. Immer nicht weiter. Ah, jetzt sind wir richtig. Okay, du Schiff. Wir weitergekommen. Prisoners are escaping! Stop them! Kill them on sight! Kill them! Der Flug gibt's hin. Die Frage, wo müssen wir sie da hin? In der Form sind wir ausgerüstet. Das ist aber cool, dass es dann diese Mechanik so gibt, muss man sagen. Man weiß, dass es Sinn macht, weil die auseinander, stark genug aneinander sind, die Träger, um da mit etwas kurz lang zu kommen. Das macht da jetzt schon Sinn, aber. Ja, habt ihr gesagt, es ist nicht nachvollziehbar eingebaut worden. Weil Folgen mal machen sollen, damit man dann. Muss ich jetzt wieder hin, ey? Ich habe ja keinen Platz, ich schieber. Mensch. Hier ist das Spiel. Ich weiß auch ja nicht, wo es hingeht. Das Spiel braucht einen Marker in meinen Augen. Geht nach oben. Ist mein Schiff, wo ist das Schiff jetzt? Oben, unten? Fragezeichen, überall. Da findet es, glaube ich, nicht. Was ist mit dem Monitor los? Der explodiert schon. Der tänzelt. So viel Bass. Das Spiel. Der hat so viel Bass, dieser Alarm. Deswegen tanzt der Monitor. Na gut, fahren wir mal hier runter. Gucken, was wir da so finden. Ich glaube, wir sind im Fall. Weil hier ist nämlich kein Raumschiff. Ich glaube, das Schiff ist wahrscheinlich genauso, es wird auch so eine Plattform sein. Das ist natürlich die falsche Plattform, logischerweise, aber man muss alles mal untersucht haben. Weil ich wieder sehr überfordert bin von dem Spiel, ey, Sachen wie. Jetzt brauche ich den Marker, um zu wissen, wo man hingehen müsste, um weiterzukommen. Ich bräuchte den Marker, um zu wissen, wo ich hingehen sollte, also wo ich dann. Einfach was erkunden kann, sag ich mal. So, ich bin ja mal der erkundet gerne. Sagen wir ja, haben wir leicht hier gestolpert. Bei Werf Samurai. Und jetzt weiter. Ich bin da unten. Ich hab keine Rüstung mehr. Also nur 25 Schuss. Ein halbes Magazin schleppt der nur mit.
Die Tür geht auch nicht auf. Die Plattform ist zwar aktiv, ohne Alarm, aber natürlich ist hier kein Raumschiff. Das heißt, wir müssen auch den Fahrstuhl benutzen. Hat mich jetzt nicht überrascht. Muss ich sagen. Ja. So, haben wir alles immer abgeschlossen. Auf 50 Minuten diese Folge schon. Alter. Ja, du bist wie ein Fall, die ich dann immer im Vorfeld wegschneide, wegen Spielstart und so. So. Speichern. Oh. Ach du Scheiße. Okay. Nehmen wir drei Türen. Gut, auch nur eine. Aber dann werde ich rausgekommen, ne? Hier wahrscheinlich nix. Ist hier ein Schiff drin? Könnte diese Dinger ein Schiff drin sein? Da könnte auch eine Statue sein, ne? Für das Ding hier. Ja, wir sind total doof hier. Klar, wäre es echt, da würde ich natürlich möglichst schnell verschwinden, aber ich bin eben so gespielt. Ich will mich alles sehen. Deswegen bin ich hier so einer, der einfach dahin läuft, wo nicht langlaufen muss. Aber das Level-Design nicht so spannend ist eigentlich, aber alles sehen, alles gesehen haben, ist schon wichtig. Ja, hier ist eine andere Tür. Okay, wenn das Schiff erreicht, jetzt geht's in die Tech Larry Base. Na, wo denn da sowas? Hier ist nur eine Tech Larry Base. Diary of Lieutenant Paul Armstrong. Location, Legion Dropship. Watching Troopers, Polish Jaguns and Rex Mustang. Coincidence is a strange thing. Those prisoners I freed were the survivors of the missing Confederation ship. Weird, huh? Anyway, they were a bit stinky and overappreciative, but I let them ride with me. We got to the Legion base on Titan. They went to see the head honchos and I joined up for service. Almost right away, I was assigned to an assault squad bound for Jupiter. The Legion are centering the attack on the Tech Larry there, throwing everything at them. The main target is the Tech base in Europa. Jupiter's icy piece of shit moon. If we can't take that out, the Techs will be severely weakened. Giving the Legion time to prepare for when the Confederation battle fleet arrives. Did I mention the Confederation agreed to help? I guess I had something to do with that, which probably makes me a hero. Well, gotta go. Captain Babbitt, who has a stupid mustache, says we are landing. Ah, so ist aus, ja, sind kommen und offenbar sind wir jetzt zur Basis auf Titan, halt auf Titan geflogen. Und ja, haben uns da mit dir angeschlossen. Und jetzt wurden wir direkt weitergesendet nach Europa zur Teglari-Basis, um die anzugreifen und alles, ja, um die zu beschäftigen. Wenn wir die einnehmen, dann, ja, werden die Teglari deutlich geschwächt sein und wir geben der Konföderation Zeit, dass ihre Unterstützung kommt. Offenbar scheinen wir damit was zu haben. Dass wir da in der Lage waren, da doch Hilfe zu rufen. Ja, da keine Zwischensequenz halt gemacht wird, wie ein bisschen schade, muss ich sagen. Ne? Könnte man eine Zwischensequenz machen, statt das alles in so einer Textbox zu machen. Weil vorher hatten wir ja auch irgendwie eine Zwischensequenz von den Gefangennahmen und so. Hätte man irgendwie machen können, eine Zwischensequenz. Die fliegen dahin und kriegen ja unsere Befehle und dann geht's weiter. Das wäre irgendwie cooler gewesen, statt hier so einfach so. Aber so ist das jetzt und sehen wir beim nächsten Mal geht's weiter mit Tech Larry Base. Ja, wir sind auch so direkt da. Es gibt wirklich keine Sequenz wieder. Finde ich ein bisschen schade. Aber ja, so ist das. War eine lange Mission in den Minen dieses Asteroiden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit.
denkt wie mal an die Kommentare und an die Bewertungen oder an das Abo, damit ihr an die Glocke klicken könnt, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Ihr könnt mir aber auch folgen auf Twitter und auf Facebook, um aktuell dran zu sein, was den Kanal angeht. Ihr könnt aber auch der Steam-Gruppe beitreten zum Diskutieren meiner Let's Plays. Oder ihr kommt auf Discord-Server zum Quatschen, zum Kennenlernen, zum Spaß haben, zum Mitmachen bei Spielen. Ja, und da der Fall alles und was sonst alles in meinem Leben passiert, noch über viel mehr als in meinem Kanal. Alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.